Hallo und herzlich willkommen zurück zu Eurofishing. Der Weltmeistertitel wartet auf uns. Und deshalb wollen wir heute direkt mit dem Turnier weitermachen. Beziehungsweise mit dem nächsten Turnier. Denn ein paar haben wir noch vor uns, bevor wir dann tatsächlich zum Weltmeistertitel angreifen können. Und zwar erstmal der Spanien Cup hier. Den St. John's Cup haben wir letztes Mal gemacht. Jetzt also Presa del Monte Bravo Cup, dann die Pro-Meisterschaft und dann die Weltmeisterschaft. Das heißt, okay, alles klar. Also haben wir noch einmal tatsächlich nochmal hier diesen St. John's Lake und zweimal dann tatsächlich noch das spanische Gewässer und es zählt über das Gewicht sehr gut. Nicht, dass wir wieder da stehen wie beim letzten Mal, wo dann die Gesamtfänge zählen. Und wir das nicht auf die Reihe bekommen, beziehungsweise spät bemerken, aber hat ja trotzdem noch geklappt. Also sollte da erstmal nicht schief gehen. Das heißt, wir können direkt das Turnier auswählen. Ich wähle meinen Angelkoffer aus. Brasse, Schleier, Rotaugekarpfen, Wels, alles am Start. Da sollte also nichts passieren. Wetter ist gut. Startzeit 9 Uhr. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Und schauen, ob wir einen guten Platz bekommen. Denn ich würde eigentlich ganz gerne wieder auf die Landzunge, wo ich letztes Mal auch schon war. Beziehungsweise in dem letzten Spanien-Video, glaube ich. Das Torneo de Pesca Carpa y Agua Dulce de Presa del Monte Bravo. Alles klar. In der strahlenden Sonne von Spanien statt. Also nicht die Sonnencreme vergessen. Bei diesem Ereignis stellt aber nicht nur die Sonne eine Herausforderung dar. Mehrere professionelle Angler sind angereist und sie haben es auf Gold abgesehen. Ein Sieg in diesen vulkanischen Gewässern wird also harte Arbeit. Ja, dann hoffen wir mal, dass die Arbeit sich für uns gut auszahlt. Den Namen vom Turnier habe ich mir auf jeden Fall direkt gemerkt und ich werde ihn auch noch mindestens 5-mal erwähnen in diesem Video. Nicht. Der war mir dann doch ein bisschen zu kompliziert. Aber jetzt gucken wir erstmal hier unsere Angelstelle an. Wo ist denn hier der Damm? Der Damm ist hier, ne? Genau, das heißt, hier würde ich eigentlich ganz gerne hinkommen, zu diesem Spot. Und nicht wieder Leertaste drücken, sondern E. Ja, der ist vielleicht auch nicht schlecht, das ist zumindest eine Landzunge, aber ich wollte... Warte mal, die Steinwand, die ist, glaube ich, das Ding hier. Ja, ich riskiere es jetzt einfach. Oh, ich sehe schon da hinten. Das war natürlich der beschissenste Fall. Ja, okay. Ein daneben. Müssen mal gucken, was wir daraus machen. Hier haben wir immer so eine Bucht oder so, da können wir vielleicht reinwerfen. Und bis zur Steinwand, weiß ich nicht, ob ich so weit komme. Werden wir jetzt sehen, wenn wir uns da niederlassen. Ah, ich darf sowieso nicht so weit werfen, stimmt ja. Ich habe die komische Absperrung hier. Ich darf ja eh nur in meinem eigenen Bereich hier bleiben. Aber ich werde erstmal hier meine 6 Haken auswählen, denke ich, denn in Spanien sollten doch schon mal einigermaßen große Fische sein. Oh ja, der Wurf war natürlich schon mal wieder spitze. Macht aber nichts. Ich hoffe dann, dass das mit den 6 Haken so weit klappt, dass ich ein paar dicke Karpfen hier rausziehen kann. Der ist schon ein bisschen zu weit, den hole ich mal eben näher ran. Da vorne springt auch schon ein Karpfen. Kann natürlich wieder sein, dass das schief geht mit den größeren Haken. Aber ich hoffe einfach mal, dass hier genug große Fische drin rumschwimmen. Oder sogar Kies. Da lasse ich die mal direkt liegen. Gucken wir mal, ob das irgendwie mehr Erfolg bringt. Und dann warten wir mal auf den ersten Biss. Der kommt auch schon direkt. Sehr gut. Auf den 6er Haken. Ich werde jetzt hier nicht mit 4er Haken anfangen. Das ist mir dann doch zu kriminell und da war schon ein Biss auf einer anderen Route. Jetzt weiß ich auch nicht, welche das war. Ich habe nur das Klackgeräusch gehört. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Da muss ich die gleich beide mal resetten oder halt an der anderen Route. Doch, an der anderen Route beißt noch einer an. Alles klar, dann war das die 3. Unsere Kiesroute. Aber ich muss erstmal gucken, dass ich den hier einigermaßen ranbekomme. Der wehrt sich bis jetzt nicht wirklich, also nicht viel Widerstand dafür, dass ich Bremse auf 30 habe. Ah, doch, jetzt kommt er einmal.
Na gut, schauen wir mal, ob das hier irgendwie aufgeht mit der Drillzeit. Denn wir werden wahrscheinlich lange Drills haben, wenn wir die dicken Karpfen fangen wollen. Das heißt, wir werden vielleicht nur maximal 3-4 Fische fangen können. Die müssen dann halt entsprechend groß sein. Am besten wäre es natürlich, wenn ich den jetzt hier landen könnte und der eine 2 dann direkt ausgedrillt wäre und ich den einfach auch direkt daher landen könnte. Das wäre natürlich vom Zeitaufwand schön gering und effektiv. Aber dazu müssten wir den hier erstmal kriegen. Den kriege ich nicht mal irgendwie rangeholt. Also irgendwie fühlt er sich hier ziemlich klein und ich weiß nicht. Der hat keine Fluchten, kein gar nichts. Ich weiß nicht, was das hier für ein Fisch ist. Erst hat schon 5 Kilo Fisch gefangen. Jetzt noch ein 1 Kilo Fisch oben drauf gelegt. Aber der hier verhält sich ziemlich merkwürdig. Ich kann hier auch einfach durchkurbeln, dann passiert einfach gar nichts. Also da ist es nicht irgendwie so stark, dass er irgendwie Gefahr läuft abzureißen. Deshalb hoffe ich einfach mal, dass er gleich erschöpft ist. Und ich den dann landen kann. Das Problem ist, er ist halt noch zu tief. Ich kann ihn nicht mal keschern, wenn ich es wollen würde. Aber jetzt haben wir ihn, glaube ich. Schau mal den ersten Karpfen. Das ist schon mal gut. 10 Kilo direkt. Sehr gut. Jetzt schnell die 2 in die Hand nehmen. Ich werfe die andere jetzt gar nicht aus, bevor der hier tatsächlich flöten geht. Das wäre mega ärgerlich jetzt. 10 Kilo haben wir schon mal in der Tasche. Und hier geht schon mal die Bremse zumindest. Habe ich die Bremse tatsächlich zu leicht eingestellt. Aber ich möchte jetzt auch nicht so hart einstellen, weil sonst... Das ist komisch. Weil... Also die Bremse hört sich jetzt schon extrem krass zu weich an. Aber bei den anderen Fischen hatte ich das auch nicht mit dem gleichen Equipment. Ich weiß gar nicht, haben wir... Ja doch, wir haben ja den Welt schon mit der Rute gefangen, oder? Das müsste eigentlich dasselbe Equipment sein. Auf jeden Fall kämpft er hier noch. Und die Barbara. Die Barbara ist uns wieder auf den Fersen. Auf dem 2. Platz. Und das hier ist auch ein Karpfen, der gar nicht so klein aussieht. Gucken wir mal, was es wird. Ja, 12 Kilo nochmal oben drauf. Das heißt, wir haben erstmal einen dicken Vorsprung. Und werfen unsere Ruten neu aus. Da eine hin. Da eine hin. Okay, soweit nicht. Die holen wir nochmal ein bisschen näher ran. Ist auch irgendwo Kies? Ich glaube nicht. Und die 3 werfe ich auch nochmal neu aus. Denn ich glaube, die hat ja das Klackgeräusch verursacht. Und dementsprechend haben wir dann Fehlbiss gehabt und dann vertraue ich ja nicht mehr. Also einmal... Nochmal da hinten hin. Ich hoffe mal, ich treffe das Kies wieder. Das wäre eigentlich ganz nice. Ah, ein bisschen zielen. Ich kann nicht mehr zielen. Links, rechts geht nicht. Alles klar. Was jetzt? Ist mein Spiel hängen geblieben? Ne. Nur meine Route. Das, ja, ich werfe einfach über mich selber drüber. Dann halt nochmal. Okay, jetzt hat es geklappt. Das Kies habe ich aber nicht erreicht. Ich glaube, das war weiter rechts. Egal, auf Schlamm haben wir ja gerade auch 2 Fische gefangen. Also... Hoffen wir, dass das klappt. Und der nächste gleich anbeißt. Der Vorsprung erscheint jetzt groß erstmal. Jetzt ist er wieder ein bisschen kleiner geworden. Aber in Sicherheit dürfen wir uns damit natürlich nicht wiegen. Denn wir wissen alle, was hier für Fische lauern können. Und wenn die Konkurrenz so einen rauszieht, dann kommen wir schnell in arge Bedrängnis. Ich hoffe mal nicht, dass einer irgendwie einen dicken Wels fängt oder so. Außer natürlich mir selber. Das möchte ich natürlich nicht ausschließen. Oh, der ist mal ein bisschen stärker geflohen jetzt. Ja, da mache ich direkt mal die Bremse ein bisschen weiter offen. Nicht, dass der uns hier türmen geht. Oh, das könnte dicker sein. Wäre natürlich richtig nice, wenn es ein Wels wäre. Den müssten wir aber dann auch in 8 Minuten irgendwie rausbekommen. In den verbleibenden. Aber obwohl er jetzt eigentlich relativ nah unter der Oberfläche ist, sehe ich ihn nicht. Ich glaube, die Welt... Da ist er. Oh, das ist ein dicker Karpfen. Ein ganz dicker Karpfen ist das.
Also wenn ich den landen könnte, dann hat der bestimmt nochmal so 15 Kilo wahrscheinlich. Das wäre natürlich nicht schlecht, um meine Position ein bisschen zu festigen. Aber erstmal schön ausdrillen. Oh, da springt auch nochmal so ein... Der sah ganz schön blau aus. Aber wir haben ja auch irgendwas Dunkles auf jeden Fall. War, glaube ich, wie ein schwarzer Karpfen. Leider können wir den ja nicht sehen. Das ist ein bisschen schade, aber gut. Wird halt auch wieder Zeit kosten. Von daher... halb so schlimm. Und auch halb so... Oh, ich wollte gerade sagen, halb so schlimm, dass auch nichts anderes beißt, weil wir noch gut mit dem hier zu tun haben. Aber... na gut, wenn jetzt einer beißt, dann haben wir vielleicht gute Chancen, dass wir den vielleicht auch noch kriegen. Denn den haben wir jetzt schon ein bisschen im Drill. Also könnte der bald ermüden. Und dann haben wir vielleicht Glück und erwischen den an der 3 noch. Und die Mary Ann kommt mir jetzt tatsächlich Schritt für Schritt näher. Die Barbara lässt ein bisschen nach, aber alles im Bereich von 7 Kilo, die ersten 4 Plätze. Von daher noch gar nichts sicher hier. Ein Fisch und alles ist gelaufen und der hier ist erstmal ausgedrillt jetzt, oder? Sieht so aus. Dann versuchen wir den mal zu cachern. Hat geklappt. 12 Kilo hat er gehabt. Das ist nicht schlecht. Das ist schon mal sehr gut. Also ich glaube, ich habe gute Chancen. Warum habe ich den jetzt so nah an die 1 geworfen? Weiß ich auch nicht. Machen wir es so und nehmen den in die Hand. Bei dem muss ich noch die Bremse einstellen. Den habe ich noch gar nicht in der Hand gehabt. Zumindest nicht im Drill. Und Mary Ann hätte mich jetzt überholt. Aber ich habe das schon vorgelegt. Jetzt noch den hier. Wenn das ja auch noch ein guter ist, dann habe ich fast das Doppelte, denke ich, von denen. Und nur noch die... weniger als die Hälfte der Zeit sogar, also der Goldpokal ist zum Greifen nah, aber hier kann sich jede Sekunde alles entscheiden, wenn einer den fucking Wels fängt. Deshalb sind wir jetzt zu keinem Zeitpunkt sicher, denn der wird natürlich mit 45 Kilo einiges raushauen. Ich weiß natürlich nicht, ob man beim Turnier überhaupt Bossfische fängt. Das wird man wahrscheinlich auch nie erfahren, außer man hat halt tatsächlich jetzt hier mal in Spanien ein dran und das wird dann um 45 Kilo gesteigert, das Gewicht. Und dann kann man natürlich davon ausgehen, dass es ein Bossfisch ist. Aber ansonsten schwer zu sagen, ob es einer ist. Und der hier hat jetzt, glaube ich, genug. Auch ein Karpfen. Dann cachern wir den mal schnell. 44 Kilo, das sieht gut aus. Hatte auch nochmal ein paar Kilo für die Gesamtwertung und wir greifen schnell die nächste Route. Also ich glaube, der 6er Haken hier hat sich eigentlich ganz gut ausgezahlt. Hallo? Fisch? Achso, die lockere Schnur ist von der 2er Route. Ich dachte schon, hä, was hängt da unten im Wasser? Ich glaube, im Video hinter sieht man das nicht. Aber ich habe da noch so orange Schnur im Wasser und dachte jetzt, ich kriege hier keine Spannung aufgebaut. Aber das klappt alles wunderbar. Und wir haben noch 4 Minuten Zeit, den Fisch hier zu drillen. Hat sich jetzt schon ergeben. Es sieht fast so aus. Aber ich sehe ihn halt nicht. Oh Gott, das ist eine Mini-Brasse oder was. 44,7 haben wir jetzt. 49,2. Premium. Das hat sich richtig gelohnt. Dann schnell nochmal auswerfen. Aber liegt eigentlich ganz gut. Aber mit der 2 bin ich nicht zufrieden, weil die da ein bisschen locker hier rumhängt. Und aber auch noch ein bisschen Kies. Aber ich werde die mal wieder weiter raushauen. Hoch und weit. Die Schnur wieder so locker, aber ich kann mal ein bisschen reinholen. Ja, okay. Besser als gerade. Dann heißt es abwarten. Die letzten 3 Minuten. Vielleicht noch einen Fisch drillen. Der müsste aber dann jetzt ziemlich zügig anbeißen. Damit wir noch eine Chance haben, den auszudrillen. Ansonsten müssen unsere fast 50 Kilo erreichen. 49 haben wir jetzt bis jetzt.
Das könnte echt knapp werden. 32 hat der nächste. Wenn der noch so ein, zwei Fische fängt, dann ist er auf jeden Fall dran, wenn nicht sogar vorne. Und in 3 Minuten ist ja noch alles möglich, auch in der letzten Sekunde noch. Aber wir haben hier nochmal einen Fisch, das ist gut. Das ist gut, damit haben wir zumindest schon mal die Chance gewahrt auf den ersten. Und wären einem Schritt näher dran an der Weltmeisterschaft. Das kann natürlich nur unser Ziel sein. Direkt hier den Weltmeisterpokal in die Höhe zu strecken. Ich hoffe, der sieht dann noch schön aus. Die haben ja immer die Standardpokale. Ich möchte gerne einen anderen haben dann. Das ist doch wohl klar. Nicht immer die komischen Runden da. Da hätten die mal ein bisschen kreativer sein können. Und die Pokale wenigstens variieren können. Aber gut, vielleicht kommt das ja auch noch irgendwann mal ins Spiel dazu. Noch 2 Minuten Zeit. Ich hoffe, das reicht, um den hier noch zu bekommen. Denn Mary Ann hat gerade den nächsten Fisch gefangen tatsächlich und ist jetzt nur noch 11 Kilo von uns entfernt. Und so ein Karpfen hat gerne mal 11 Kilo. Aber ich muss sagen, ich glaube, die haben schon ein paar mehr Fische gefangen, aber anscheinend kleinere. Okay, die 3 war es. Ich denke schon, hä, warum geht die Bremse jetzt die ganze Zeit durch? Aber wir haben den nächsten Biss, aber den werden wir wahrscheinlich eh nicht mehr landen können. Den 1,40. Boah, da müsste ich den jetzt hier austrillen und das dürfte dann höchstens eine Brasse sein oder so, die ich relativ schnell bändigen kann. Aber das glaube ich nicht. Macht aber auch nichts, wenn der hier einigermaßen gut ist. Dann sind wir ganz gut dabei, denke ich. Dann sollte das auf jeden Fall zumindest die Chance wahren, hier den Sieg davon zu tragen. Aber der könnte sich jetzt mal noch ergeben. Ich habe nur noch 1 Minute Zeit. Junge, ergib dich, mein Freund. 1 Minute noch. Daumen drücken und beten. Ich kann mal versuchen, den ein bisschen härter ranzunehmen, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Aber ich glaube, jetzt hat er sich ergeben. Perfekt. Nochmal ein Karpfen. Jetzt nur bei der Landung keinen Fehler machen. Ja, ich sag es noch, ich sag es noch, ich sag es noch und der ist ab. Das kann echt nicht wahr sein. Was ist jetzt hier? Habe ich jetzt hier. Achso, ich muss einmal kurbeln oder was? Hallo? Okay, ich kann nichts machen. Außer hier lustig rumschreiben. Ich habe doch Kescher in der Hand. Alles klar. Der Dreier ist auch weg, oder? 20 Sekunden. Barbara ist auf 2. Hat nochmal eingeholt. Ja gut, den kriege ich jetzt eh nicht mehr. Mary Ann holt nochmal einen Fisch, aber nur 42 Kilo. 11 Sekunden noch. Boah, jetzt bitte nichts mehr. Dann ärgere ich mich richtig, weil ich den einen versaut habe. Bitte nicht. 3 Sekunden. 3 Sekunden. 2, 1, komm. Es hat gereicht. Es hat gereicht. Puh. Durchatmen. Gott sei Dank. Das war nochmal richtig knapp. Okay, 13 Kilo mit dem letzten. Ich frage mich, wie man das macht. Muss man ja in der Bäume hängen mit dem Haken. Aber Gott sei Dank hat's gereicht für den ersten Platz. Auch wenn wir beim Keschern tatsächlich versagt haben. Das ist mal die größte Panik, die ich habe. Da muss ich mir irgendwas ausdenken. Ich weiß nicht, ich hatte, glaube ich, auch keine Spannung drauf, als ich den schon in der Hand genommen habe, den Kescher. Deshalb war das schon ein bisschen dumm eigentlich. Aber zum Glück der erste Platz. Das heißt, wir können fortfahren drücken und uns unseren tollen Pokal hier wieder angucken. Sind die Sponsoren andere? Der grüne Korda-Sponsor ist mir beim letzten Mal nicht aufgefallen. Aber ich glaube, das ist die Firma, die auch die Dumbbells produziert, also im Real Life. Ich glaube, die waren das. Deshalb gibt es die auch Dumbbells, weil die irgendwie so eine Kooperation abgeschlossen haben. Aber nichtsdestotrotz haben wir das Turnier gewonnen, das ist schon mal hervorragend und wir können uns dann weiter in Richtung Weltmeisterschaft begeben, wenn ihr mal fertig geladen hat. Loading. Ah, auch schon fertig geladen, perfekt. War ja gar nicht lange. Ja, das heißt, beim nächsten dann die Pro-Meisterschaft und dann die Weltmeisterschaft. Zwei Top-Gewässer nochmal zum Abschluss.
der Turnierserie. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Leider noch keinen Wels gefangen beim Turnier. Finde ich ein bisschen schade. Aber damit wäre das vielleicht auch ein bisschen zu leicht dann. Aber vielleicht werden wir noch einen fangen. Zwei Chancen haben wir auf jeden Fall noch. Welse gibt es in beiden Gewässern. Ich werde mich auf jeden Fall gut vorbereiten und freue mich schon aufs nächste Turnier. Ich hoffe, ihr genauso. Und dann würde ich sagen, machen wir hier Feierabend an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Und dann sage ich Petri heil und bis zum nächsten Mal.